Ich habe mir heute mal die Aufgabe gemacht und habe mir aus meinem bisherigen Leben, aus meinen 18 Lebensjahren, habe ich mir 5 Horrorfilme, die ich mir mal reingezogen habe, ob ich jetzt als Kind oder in den letzten 2 oder ein Jahr oder dieses Jahr sogar schon, ne, dieses Jahr eigentlich nicht, wenn dann schon alles eher letztes Jahr, habe ich mir 5 Horrorfilme rausgeschrieben, die bei mir tatsächlich einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen haben und die mir ein paar Mal schlaflose Nächte verpasst haben, wo es teilweise heutzutage nicht mehr so ist, aber damals, als ich die vielleicht viel zu jung geguckt habe, war das schon so. Und ja, es ist gerade ein bisschen dunkel hier, aber ich habe hier oben so eine kleine Lampe, die... Oh Gott, okay. Naja, oh, die blendet aber ganz schön, ne? Vielleicht kann man die ja ein bisschen... Naja, gut. Die Lampe bringt einfach... Die bringt einfach gar nichts. Bäh. Ja, okay. Also, ihr müsst jetzt einfach... Ihr müsst jetzt einfach in Kauf nehmen, dass diese Lampe jetzt da ist, okay? Die ist da, um da zu sein. Okay. Und ich dachte mal, ich würde einfach anfangen, euch diese 5 Horrorfilme mal vorzustellen und mal gucken, ob ihr die kennt, ob ihr das gleiche empfindet habt wie ich. Und ob ihr vielleicht auch selber Horrorfilme habt, vor denen ihr euch vielleicht heutzutage noch ekelt oder irgendwas, weil die schlimm waren oder so, weil ihr sie vielleicht als Kind geguckt habt, obwohl ihr es hättet nicht tun sollen. Das würde mich mal interessieren. Schreibt gerne in die Kommis und jetzt geht's los mit dem Video. Dann fangen wir doch am besten mal mit dem Platz an, der tatsächlich am wenigsten davon trifft, nämlich Chucky die Mörderpuppe. Ja, Platz 5 sozusagen. Und ja, Chucky ist halt so eine Filmreihe, die mich tatsächlich jetzt nicht mehr schockiert. Also ich finde sie mega cool. Aber damals, als ich so ungefähr... wann war denn das? Ich glaube, ich war da so ungefähr 11, 12 oder so, kann sein. Wo ich das erste Mal davon gehört habe, dass es halt Horrorfilmreihe gibt, die sich Chucky nennt. Und da dachte ich mir so, du darfst sie vielleicht eigentlich nicht gucken, aber du kannst es ja vielleicht heimlich machen. Also habe ich mal versucht, den Film zu von meinem Bruder zu stibitzen. Hat aber nicht so gut funktioniert, da man aber schwul. Ja, und deswegen, ja, ich habe irgendwie mal ein bisschen Angst gehabt als Kind vor dem Film, weil ich dachte, wenn ich den nicht gucken darf, dass der so verdammt schlimm ist. Im Nachhinein ist es eigentlich, ja, also ein paar Teile haben schon ein paar krasse Tode, ne? Aber gerade der erste Teil ist ja eigentlich läppsch, wenn man das so begreift, ne? Und ja, das ist halt so der eine erste Film, der mich als Kind ein bisschen erst abgeschreckt hat. Und dann gibt's auch noch 2 weitere Filme. Nämlich einer davon ist American Werewolf in London. Wenn wir schon direkt weitermachen mit Platz 4. Ja, dieser Film ist eigentlich einer meiner absoluten Lieblings-Werewolf-Filme. Ich habe extra hier sogar so eine Neckar-Figur, die steht sogar hier oben auf dem Regal, davon als Sammlerstück, werde ich mich nie von trennen können. Ja, und das ist einfach einer der coolsten Werwolf-Filme, obwohl er schon so lang alt ist, ne? Aber damals, als kleines Mädel, kann ich das schon ein bisschen abschrecken, beziehungsweise ein bisschen verstören. So mal auch die erste Verwandlung und auch das Geheule. Ja. Und deswegen, aber mittlerweile finde ich den Film halt einfach mega cool. Und dann gibt es den dritten Platz jetzt, einen Film, der mich am meisten verstört hat, von dem ich wirklich sehr, sehr lange Albträume bekommen habe, wirklich, ist Die Fliege. Ja, Die Fliege ist auch so ein Film, wo man halt einfach die Transformation von einem Menschen zu einer Fliege sieht, auf Lebensgröße, also auf Menschengröße. Und Alter, habe ich diesen Film mich da durchgequält und der war sowas von ekelhaft, das kann ich gar nicht beschreiben. Also, sorry, aber dieser Film hat einfach bei mir einen sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Wird er wahrscheinlich heute noch, vor allem, weil es da auch solche Szenen gab, wo der Typ Körperteile von sich, die abgefallen sind, in den Schrank gestellt hat.
Und boah, dann ist er so richtig hässlich an der Decke rumgekrabbelt. Und irgendwann, weil ihr kennt das ja von Fliegen vielleicht so, die spucken oder die kotzen immer so auf Sachen rauf, bevor sie sie essen. Das hat man im Film auch gesehen, naja. Ja. Aber gut. Das ist das sind die drei Filme, die mich als Kind sozusagen verstört haben. Dann haben wir Platz 2, nämlich Märtyris oder wie er heißt. Den habe ich auch mal in einem Video mit euch geguckt, nämlich mit Übersteht mein Herz diesen Horrorfilm. Ihr könnt mir ja gerne mal irgendwelche Horrorfilme empfehlen, die krass sind, und dann soll ich mal darauf reagieren, falls ich die nicht schon gesehen habe, weil viele Horrorfilme, die ich gucke, sind meistens läppisch bis, oh, eigentlich ganz okay. Aber es gibt selten Filme, vor denen ich mich tatsächlich grusel. Das muss dann schon was Schlimmes sein. Und dieser Film war auch, also ich habe den nur einmal geguckt und habe mir die Story jetzt nicht wirklich gemerkt, weil es auch irgendwie nicht in meinem Kopf drinne bleiben wollte. Aber dieser Film, was man da schon gesehen hat, Heidewitzka. Das war jetzt nichts, was man so guckt. Also ich habe auch schon ab und zu mal von irgendwelchen YouTubern, die Horrorfilme vorstellen, beziehungsweise sowas machen, habe ich auch mal so ein Video gesehen, wo die sich Kommentare von den Videos rausgesucht haben, wo sie dann auf den Leuten, die Horrorfilme reagieren, die für die am schlimmsten waren. Und da kam halt dieser Film gleich als erstes. Ja, war ganz schlimm, also richtig schlimm war es jetzt nicht, aber die Szenen, die da gezeigt wurden, waren jetzt nicht gerade sehr geil, wenn man davon profitiert, ne? Und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, weil ich will mich halt so kurz wie möglich fassen. Und jetzt kommen wir wirklich zu Platz 1. Und glaub mir, Platz 1 ist der Film, den ich, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal gesehen habe und so. Und das ist wirklich der Film, der mir bei mir den größten Eindruck hinterlassen hat. Mit Die Fliege, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar Clown. Aber Clown Uncut, die Uncut-Version von dem Film. Dieser Film, der war eine Zeit lang wirklich hier oben. Eine ganze Zeit. Und er ging nicht raus. Manchmal geht er auch heute nicht raus. Und ey, dieser Film, ne, der hat's bei mir geschafft. Vor allen Dingen, brutal war er ja noch nicht mal. Nicht mal richtig. Aber dieser Film hat es bei mir geschafft, dass ich tatsächlich noch mehr Angst habe vor Clowns als jetzt schon. Wirklich, als jetzt schon. Das war krass. Ich kann diesen Film gar nicht beschreiben. Ich meine, nee, allein wenn ich euch das Bild da einblende von diesem Clown-Typen, ey, ich mir in die Hose, aber richtig. Ja, und den ganzen Film kenne ich übrigens nur wegen Don, ne? Nur wegen Don gucke ich immer so eine Scheiße gefühlt. Nein, Spaß, auch einfach mal so, weil ich Bock drauf hab. Oh, wir haben auch letztens so einen Horrorfilm geguckt, Boah, der war eigentlich auch ganz cool. Da wurde einfach so ein Typ von diesem riesen Warzenschwein weggeschneidet. Oder, naja, ne, also, wenn ihr halt mal wirklich mal Tipps wollt für mich, also Horrorfilme oder mal irgendwie Themen zu horrormäßig, sowas wie die brutalsten Horrorfilme, die ich geguckt habe, oder die läppischsten und sowas, dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich sowas weitermachen soll. Ansonsten waren das halt jetzt kann man jetzt schlecht lesen, Top 5 Horrorfilme, die bei mir tatsächlich den bleibendsten Eindruck hinterlassen haben. Jetzt frage ich euch nochmal, habt ihr irgendeinen Horrorfilm, der genau das gleiche bei euch bewirkt wie bei mir? Habt ihr andere? Schreibt es mir gerne in die Kommis, ich bin für alles offen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen über Horrorfilme zu reden. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye! Just what I do, and I hope you let me in, yeah.